Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von FWR2, der Modifikation, die von einem professionellen Mod-Team entwickelt wird und sie schon recht weit sind. Ja, ich habe ein paar Sachen gemacht während dem Dragos News, also wenn ihr das sehen wollt, das Dragos News vom 18. Dort habe ich so ein bisschen gespielt, noch nebenbei, aber nur ein bisschen gemeint und hier die Sachen angepflanzt, ein paar Gegner getötet, aber mehr habe ich nicht gemacht. So, das Blue Sky Root Zeppelin. Das ist ein anderer, das ist der blaue Baum. Wir haben gerade keine, ah, da haben wir einen blauen Baum. Genau. Ich möchte gerne den blauen Dort-Ding, das ist glaube ich die Hüpfwolle. Ding-Dang-Dung. Und ich möchte gerne von der blauen Wolle ein bisschen anbauen. Ne? Ich glaube, die kann, mit der kann man helfen. Aber werden wir dann sehen, hä? Ja, es ist gut. Es ist gut. Dankeschön. Ja, du bist laut genug. Dankeschön. Ja. Das ist die Hüpf, ja. Der kann man höher hüpfen. Sehr weit höher. So. Wir müssen halt jetzt auch noch ein bisschen Gartenarbeit machen. Hä? Aber scheinbar gibt es wirklich in der Nacht nicht viel Bäume. Das ist eigentlich schon gut. Aber das müssen wir alles noch herausfinden. Hä? Da sind danach nicht viele Gegner. Bäume sind ja keine Gegner, aber ich bin gerade bei Befehlen, deshalb bin ich ein bisschen abgewöhnt gewesen. Also, ich denke, fangen wir gleich mal an, hä? Zeppelines. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, immer wenn ich so Kopfschmerzen habe, bin ich unkonzentriert. Das ist wirklich so. Wahrscheinlich Überlastung von meinem Trainingsgehirn. Ich trainiere zu viel. Eieiei, ich bin süchtig. Also. Ja. Aero Cloud. Ich möchte jetzt einfach einen mal testen. Ja, genau. Seht ihr? Das ist die Hüpfwolke. Die könnten wir noch gebrauchen, aber noch nicht jetzt. Haben wir Seeds? Wir haben Burst Blossom. Und was macht eine Burst Blossom? Da müssen wir vielleicht mal nachschauen nebenbei. Aber Windberry haben wir vom Gegner bekommen. Damit können wir irgendwas anpflanzen wahrscheinlich. Kann ich das essen? Ja. Ich esse es aber nicht, wenn ich nicht weiß, was es ist. Blueberries. Ja, da müssen wirklich Blueberries pflücken und so. Und essen, wenn wir nichts haben. Ich kann aber mal hier wegmachen. Vielleicht kommt ja was raus, aber ich denke nicht. Ja, dann müssen wir entweder meinen oder weiß auch nicht was machen. Da ist natürlich nichts raus. Ja. Meinen wir noch mal ein bisschen. Ja. Irgendwo muss doch hier noch ein paar Materialien sein, außer die brauche ich jetzt gerade nicht so. Wir haben nämlich bald eine Spitzhacke weniger. Naja, wir haben noch genug.
So. Die Botschaft. Also. Gut. Oh, schön. Oh, das ist schön. Ah, ja. Können wir noch zwei herstellen, aber ja, ich sehe es ja. Nicht so gut. Ah ja. Bitte geh nochmal. So, und zwar möchte ich gerne noch eine Schaufel herstellen. Ja, dann brauchen wir mehr von den Objekten. Ja. Also weiter mal. Hm? Haben wir irgendwo noch eine Höhle oder so? Und die nach draußen, also die nur ganz winzige Höhle ist, aber sonst nichts, sonst müssen wir wirklich oberirdisch nach Höhlen suchen. Weil eventuell werden wir hier nicht so viel finden. Naja, bin mal gespannt. Aber hier ist das Portal, das hört man wieder. Tja. Haben wir ein bisschen Lärm. Scheinbar möchte es Lärm machen. Hier nicht viel los. Also sehr viel Erde. Ja. Okay, kommen wir wieder raus. Seht ihr, das ist das, was so lämmt. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Hm? Können wir mal so einen wieder töten. Und dann droppen sie eben diese Skyberries. Da ist ein schwarzer Witter. Also greift er uns an. Nee, oder? Nee, aber so einen will ich gerne anfangen. Mit wem, was lockt man denn an? Okay. Dann nehmen wir die zwei, hä? Das wusste ich nicht, dass Orangen gut sind für die einzufangen. Okay, müssen wir unbedingt die nach Hause treiben. Dann gehen wir in diese Höhle rein, hä? Nein, bitte nicht Lärm. Nicht schon wieder Lärm. Du musst reinkommen. Komm, hopp. Komm jetzt mit. Blödes Teil. Du musst mitkommen. Nicht stinken, nicht abstinken. So jetzt. Es sieht so lustig aus. Alle hier hoch, bitte. Ja. Sehr gut, dann können wir gleich mal Zeile machen oder so. Machen wir es ohne Zäune. Ach komm. Komm runterfallen. Alles samt runterfallen. Fallen. So. Die zwei auch runterfallen. Hopp, hopp. Runterfallen. 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 Alles. Alle runterfallen. Runterfallen. Nochmal. Und du auch. Dann haben wir so viel bekommen. Jetzt machen wir noch ein bisschen mehr. Hm? Jetzt machen wir noch ein bisschen mehr hier.
So, auf jeden Fall alles einsammeln, bitte. Das Breite noch machen. Ja, die Erde brauchen wir hier nicht. Hä? So, was möchten wir denn zusammen? Die Wetter, hä? Verkuppeln wir die Wetter. Tja. Jetzt machen wir hier noch eine Treppe, eine Leiter hin. Kommen die auch nicht mehr raus, aber wer kommt raus? So. Ja, da geht's nicht. So. Anders halt auf dieser Seite, aber. Prima, das machen wir rein. Working Bench machen wir nicht rein. Die nehmen wir mit. Windberry kann rein. Strich und Faden kann rein. So. Ja, prima. Dann müssen wir hier nochmal abbauen. Und hier auch. Ja. Sogar noch eine Kuh, aber die töte ich jetzt mal. Was haben wir bekommen? Bodenschad. Jetzt möchte ich gerne noch mit diesen Viechern da unten in den Nesten etwas anfangen. Ich werde aber eventuell sterben. Das möchte ich jetzt mal provozieren. Das sind fast ein bisschen zu viele. Schlag mich denn immer raus? Jemand schlagt mich immer raus. Ah, der greift mich an jetzt, okay. Immer einer greift an irgendwie. Wem das Ei auch gehört, oder? Gut. Wir greifen nicht mehr an. Ich mal ein bisschen, ja, befreit, ja. Ihr greift gar kein Ding an. Wie ich greife dann? Der da. Hey! Du darfst immer angreifen, ey. Gottchen. Voll in Balance. Also jetzt können wir zum Beispiel mal auch das zeigen, dass man kann viele Ringe, Kompagnon kann man auch reintun. Das wird so cool, ey. Diese Eier kann man die nicht züchten. Die kann man die nur benutzen zum Sachen machen, okay. Komisch. Also. Aber eigentlich möchte ich ja jetzt ein bisschen bauen. Kann man die zu besseren Bricks machen? Ja. Also bauen wir hier mal ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bauen wir da mal ein bisschen weiter nach oben. Einfach geschützt sind von den Gegnern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir 10 auf 8.
Jetzt haben wir 15 Minuten. Ja, muss noch einen machen. Ja. Sogar noch eins mehr, wenn sowieso. Ach, ich muss die Probleme zuerst entfernen. Eieiei. Weil wenn die Wolken angreifen und wir haben keinen Schutz, ja, das ist schlecht, Angst, weil die Wolken können uns wegpushen. Aber die gibt's, glaube ich, nicht mehr so häufig, scheinbar. Früher waren die so häufig, dass man wirklich fast nicht mehr alleine war. Ohne die waren so häufig mit der Zeit. Es wurde zum guten Glück gefixt. So. Dann wir hier noch höher und dann bauen wir ein anderes Mal noch ein bisschen weiter. Hä? Viel gemacht hat, ja? Wow. Aber das ist nett, wenn es so schnell vorwärts geht. So, da haben wir schon mal eine schöne Wohnung, auch wenn wir noch kein Dach haben. Aber das geht halt noch einige Zeit. So, Dilly. Ah ja, die will ich ja mitnehmen. Die geben Nahrung. Ork brauche ich nicht. Holzachs brauche ich auch nicht. Wenn man die jetzt hinlenken kann, dann schlüpft vielleicht etwas raus. So. Gut. Das nehmen wir auch rein. Und die legen wir auch. Ja, zur Sicherheit nehme ich eins mit. Hä? So gut geht. Da gehen wir dann zu dieser Höhle, die wir gefunden haben. Jetzt haben wir eigentlich alle Tiere, oder? Einfach Hasen noch nicht. Mal überlegen, Hasen brauchen wir ja auch wahrscheinlich nicht so. Ich weiß es nicht. Ja, hier ist schön, hä? Hier ist ein schöner Eingang. Genau hier war das mit dem komischen Erz. Und das Erz ist Arcanium Ore. Hm. Ich weiß es nicht, oder fallen wir durch, hä? Aber da drunten ist irgendwas. Ich riskiere es mal. Ne, ist wirklich nichts. Ach, blöd. Manchmal ist es schon ein bisschen blöd, dass man hier in der Luft ist. Ich habe gehört, es gibt noch seltenere. Also das habe ich alles vor ungefähr 3 Jahren gehört. Das ist momentan vielleicht sogar schon wieder anders. Aber ich sehe gerade, wir haben recht wenig Leben. So. Also, sehr viel Kohle, sage ich jetzt einfach mal. Wie heißen die? Ambrosium, okay. Sag ich jetzt Ambrosium. Okay. Jetzt müssen wir aber wieder weiter nach oben. Hä? Kommen wir denn raus? Das ist gar nicht, wo wir durch müssten. Sonst. Aber scheinbar ist diese Spitzhacke halt einfach zu wenig. Gut. Boah, wie weit geht es noch um? So, jetzt. Ist endlich fertig? Ja, endlich. Sind wir sicher wo oben? Boah,
sind hier wieder gelandet. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ah, brauchen wir. Orangenbäume brauchen wir immer. So, genau, Orange Tree. Gibt es Dörfer hier oben? Ich denke nicht, oder? Jetzt haben wir weiße Vogelnest. Ein weißes Vogelnest. Okay, klauen wir wieder ein. Schön. Ich glaube, das wird ein Pet, das wir auch dann ja, eigen haben dann. Vielleicht brauchen wir noch etwas, aber. Auf jeden Fall. Oh, das ist eine Wolke, die spickt uns weg. Und, das macht uns langsamer. Das macht uns langsam. Also es ist entweder nicht die Wolke oder es ist eine andere Wolke. Aber auf jeden Fall hat die langsamer gemacht. So eine Wolke war es früher, die uns weggespickt hat. Das war extremst. Extremst nervig. Was ist das? Das ist auch ein Orange-Tree, ja? Das sind Schleime, die was machen. Jetzt haben wir schon wieder eine Wolke. Fisch ab. Wenn du stirbst, werde ich noch sterben. Wahnsinn. Ich habe so Angst. Ich brauche ein besseres Schwert. Ich habe mal gehört, dass irgendwie die normalen in diesen Dimensionen schwächer sind. Da müssen wir unbedingt ein anderes nehmen. Aber die machen gar keinen Schaden. Komisch. Ich hab gedacht, hier unten sei was. Wieder. Nein, Leder ist abgehauen. Das Taxi wurde gerufen. Naja, was ist das? Ja toll, was ist das? Wir hätten sowas von sterben. Ah, gut. Boah, man ist immer fast vor dem Tod. Das ist Wahnsinn, aber den haben wir auch erledigt, haben nichts bekommen. Ah, da haben wir noch ein paar. Da haben wir ein schwarzes Ei. Nest. Also ein schwarzes Ei. Gehen wir an der Dungeons jetzt, hä? Nein, halt, jetzt ist fertig, der Part ist fertig, aber im nächsten Part gehen wir in der Dungeons, hä? Einfach mal schauen, auch wenn wir sterben. Wir werden es genießen, hä? Unbedingt. Ja, noch der Dungeons gehen, hm? Was ist das? Okay, das müsste etwas Häufiges sein.
Eisstone. Okay, sehr interessant, ja. Sehr interessant. So, nun sind wir fertig, hä? Und jetzt könnten wir zurückgehen. Es gibt noch viel zu entdecken, aber das in einem der nächsten Parts. Was ist denn das? Sind einfach zwei Wolken zusammen. Aha. Sieht eher so aus, als würde es irgendwie ein Drache sein oder so. Ja. Ein undetaillierter Drache. So. Wir brauchen mehr Materialien. Jetzt machen wir noch kurz eine Tür. Schöne Tür. Ja, genau, du kannst ja nicht mehr. So. Jetzt alles mal reinlegen. Prima. Und das nehmen wir mit. Das Red Mower Egg. Mal hier hin. Und hier. Und das Arcanium Ohr machen wir mal hier rein. Ja, es geht. So und so. Und die Ice Stone. Sag ich, was man damit macht. Ah, Ice und Bricks. Aber ist er nicht mehr zum mehr machen? Kann man damit nicht mehr machen? Ich werde mich ein bisschen informieren bis zum nächsten Part, gell? Und ja, werde natürlich so viel zum Speyer nehmen. Arcanium Plate bekommen wir dazu. Sehr interessant. Arcanium heißt es sogar. Ja, aber eben. Was können wir daraus machen? Boots. Nein, aber wir können Arcanium Strip machen. Oder wir werden das nächstes Mal zusammen machen, eventuell. Und schauen, dass die Eier schlüpfen oder so. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Schauen. Hat richtig Spaß gemacht wieder, hä? Super Mod. Tschüss.